Am 25. Spieltag war die HSG Wetzlar zu Gast beim TBV Lemgo Lippe und wollte im 26. Versuch das erste Mal bei den Blau-Weißen gewinnen. Doch da hatte zum Beispiel Nikolai Teilinger was dagegen. Der ehemalige Nationalspieler mit einem schönen Schlenzer, mehr oder weniger, rechts unten ins Tor der HSG. Die sich offensiv enorm schwer tat in diesem Spiel, denn Urk Kastelitz erwischte einen absoluten Sahnetag. Und vorne wurde sogar ein bisschen gezaubert, Nils Verstein mit einem tollen Abschluss hinter dem Rücken. Ein wichtiger Akteur in diesem Spiel für Lemgo war auch Emil Lerke. Der Däne traf aus der Distanz und ließ in dieser Situation Till Klimke keine Chance. Und hinten, da vernagelte Urk Kastelitz seinen Kasten und bereitete sogar einen Treffer vor, in diesem Fall den von Lukas Hutecek. Im slowenischen Duell gegen Dominovac behielt er ebenfalls die Oberhand. Kastelitz war einfach nicht zu stoppen. 14 Paraden bereits vor der Pause und Emil Lerke erhöhte nochmal auf plus 4, 13:9 nach den ersten 30 Minuten. Nach dem Seitenwechsel machte Wetzlar sozusagen da weiter, wo sie aufgehört hatten. Sie scheiterten an Urk Kastelitz. Erst war es Pedersen und wenig später dann frei vom Kreis Rasmus Meier. Kastelitz war einfach nicht mehr zu überwinden. Am Ende waren es satte 21 Paraden. Vorne drehte dann noch Lukas Hutecek auf, der Österreicher mit einem seiner insgesamt 4 Treffer. Und in der Defensive blieb es dabei, Kastelitz erst gegen Pedersen und dann gegen Meier. In der Offensive machte dann Emil Lerke den nächsten Treffer für den TBV. Der Däne mit einem sehr, sehr guten Auftritt. Hier in Szene gesetzt von Connor Buttermann. Und mit dem Abschluss in den Winkel. Youngster Buttermann dürfte dann selbst nochmal abschließen. Erst in dieser Situation, wenig später, traf er dann noch zum 31:23 Endstand. Der TBV jubelte über einen verdienten und souveränen Erfolg gegen die HSG Wetzlar. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.